Hallo, in diesem Video werden wir mit Python eine SQLite-Datenbank abrufen. So, jetzt wenn wir anfangen, das erste ist, was wir brauchen das SQLite 3-Modul in Python und da geht es mit Import SQLite 3. So, und dann fangen wir an. Das erste, was wir brauchen, ist, wir müssen festlegen, wo ist diese Datenbank, der Pfad zu der Datenbank. Dann nenne ich mal diese Variable dbpath oder dbpfad. Und dann muss ich hier den Pfad eingeben. Die Datenbank befindet sich hier. Und das ist quasi das Laufwerk E, Demo-Section und da ist die Datenbank F1 Daten. Das heißt, dann gehe ich hier, kopiere das und lege das hier und dann F1 Daten.db. So ist der Name der Datenbank. Und hier muss man aufpassen. Solche Backslashes, die haben eine Bedeutung in Python, die sind solche Escape-Characters und deswegen hier muss man immer sicherstellen, dass alle Backslashes, also wenn man die als Teil des Pfads nimmt, dass man die immer doppelt macht. So, das ist jetzt unser Pfad und jetzt brauche ich dann eine Verbindung zu der Datenbank und das nenne ich mal DB-Verbindung und die ist dann quasi das SQLite 3.connect. Und dann den Pfad. Und der Pfad ist dann quasi DD-Pfad. So, das ist dann die Verbindung ist somit jetzt erstellt zu der Datenbank. Jetzt brauche ich dann einen Cursor. Einen Cursor kann man so vergleichen. Das ist so wie wenn man jetzt in Word schreibt. Da sieht man ja immer, da steht da, wo der Cursor ist, da wird getippt. Und der Cursor ist unser, soll man sagen, Trigger oder unser Auslösemechanismus. In dem Cursor kommen dann oder der Cursor führt dann oder die meisten Befehle aus. Und der Cursor ist eigentlich so, db-Cursor. Cursor ist dann quasi nichts anderes als die db-Verbindung. Und dann von dem Objekt db-Verbindung rufen wir einfach die Funktion oder Methode Cursor aus. So, und das ist unser Cursor. So, und jetzt kommt der Code. Wir wollen jetzt einen gewissen Code ausführen. Und ich will jetzt, da ist eine Tabelle Drivers in der Datenbank und die will ich abrufen. Ja? Und das ist dann so. Da ist jetzt diese SQL-Datenbank und da ist eine Tabelle, die heißt Drivers. Wo ist sie? Drivers und die will ich abrufen. Und da will ich jetzt einen SQL schreiben. Das heißt, diesen SQL, den ich hier jetzt schreibe in der SQLite, und das sind die Sachen, die ich jetzt hier mit diesem SQL kriege. Und genau diesen SQL will ich dann über Python ausführen, damit ich diese Daten in Python kriege. Und das heißt, ich kann dann so gehen und sage, okay, db-Cursor, der ist gleich, der ist dann execute, kommt das Ausführen und dann, was soll er execute? Dann innerhalb solcher Ausführungszeichen kommt dann der SQL-Code, Quatsch, habe ich den nicht kopiert, gedacht, ich habe ihn nicht kopiert, kopiere ich es mal, manchmal muss ich das tippen und dann füge ich hier den SQL, der ausgeführt werden soll. Und hier noch ein Semikolon, damit es richtige SQL ist. So, und dann, da wird jetzt hier das heißt, nochmal zur Wiederholung, da ist der Pfad, da ist die Verbindung zu dem Pfad, der Cursor ist basiert auf dieser Verbindung und jetzt der Cursor wird jetzt diesen SQL-Code ausführen. Und der Code ist richtig, weil den haben wir drüben in der Datenbank ausgeführt, funktioniert. Jetzt probieren wir es mal hier. So, jetzt die letzte Variable, die ich brauche, ist found data oder sagen wir mal so, ich denke mal in Englisch, gefundene Daten. Und das ist dann gleich den DB-Cursor. Und dann hier, wir wollen alle. Das heißt, ich gehe dann auf fetch all. Und da müsste ich jetzt alle Fahrer kriegen, die in der Tabelle sind. Wir können es mal testen, wie die Daten ausschauen. Wir können sagen, print und mach mal String und dann found gefundene
gefundene Daten. So, wenn ich das jetzt speichere und ziehen wir das noch ein bisschen hoch und gucken wir mal, wie das ausschaut, dann müssten jetzt die Daten der Tabelle, habe ich jetzt was falsch gemacht? Ach, hier habe ich mich vertippt. Okay, speichern und weg und dann wieder. So, und da haben wir jetzt die Daten. Da sieht man hier, da ist der erste Datensatz und da kommen alle Felder, weil wir haben mit dem Stern, kommen alle Felder für diesen Datensatz und das passt ja überein, was wir hier sehen. Die ID, Hamilton und bla 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 bla. So, und dann, also wir haben jetzt die Daten hier und das ist dann quasi, man sieht hier der nächste Datensatz und so weiter. Und jetzt kann man auch mit einer Schleife, und wie der Datensatz ausschaut, ist folgendermaßen, es ist eine Liste. Die Liste umfasst die gesamte Resultate und jeder Datensatz ist in einen sogenannten Python-Tupel eingepackt. Also der Hamilton ist der erste Tupel und ich mache es noch ein bisschen vielleicht größer, dass man das besser sieht. Der Hamilton ist der erste Tupel und bin ich jetzt soweit? Ja, genau. Und da ist der Hamilton jetzt fertig und jetzt kommt der zweite Tupel und das ist jetzt der zweite Datensatz, Nick Heidfeld und so weiter. Und jetzt, ich will jetzt, das sind alle Inhalte. Und jetzt kann man mit einer Schleife, kann man jetzt gewisse Inhalte ausdrucken und ohne diesen ganzen Satz. Das heißt hier zum Beispiel, wenn ich jetzt, nehme mal an, ich mache hier eine Schleife von gefundenen Daten. Und in dem Fall werde ich jetzt Folgendes machen. Ich möchte gern den Vorname und Nachname. So. Und da geht es so rum, also das heißt, ich drücke dann, so, Vorname, und dann hier kommt dann, machen wir mal so, so, und jetzt hier kommt dann gefundene Daten von Datensatz I, und jetzt welches Element will ich von dem ersten Datensatz ein? Also 0, 1, 2, 3, 4. Also Element 4 brauche ich. So, und da kann ich jetzt, wenn ich jetzt, tun wir das mal auskommentieren. Und wenn ich jetzt das drücke, müsste ich jetzt nur die Vornamen erhalten. Probieren wir es mal aus. Und da sieht man es. Ja, da habe ich jetzt die Vornamen da. Und jetzt kann ich auch noch hinzufügen, sagen wir mal Name. Als Name und jetzt kann ich noch mal die Nachnamen hinzufügen und dann geht das so und hier ist der Nachname ist ein Element 5 und zwischen denen zwei will ich jetzt ein leer machen und deswegen hier plus und dann ein leer und so habe ich dann den Code da. Also das heißt, Name ist dann gleich das vierte Element plus ein leer plus das fünfte Element. So, wenn ich das speichere und das wieder mache, dann erhalte ich so die Daten, die ich will. Okay? So, und das ist, so ruft man SQLite-Datenbanken ab. Es ist ein ganz einfacher Prozess. Und wichtig ist, dass man das Modul hinzufügt, also importiert, den Pfad festlegt und dann natürlich die Verbindung, Cursor und so weiter erstellt. Natürlich kann man das auch in kürzeren Code machen. Das heißt, ich kann hier, anstatt dass ich jetzt eine Variable habe, die heißt Verbindung, kann ich dann das Ganze dann einfach hier, also diese DB-Verbindung kann ich einfach mit diesem Code dann ersetzen.